Hallo und herzlich willkommen zurück zu den drei Fragezeichen Bomben in Rocky Beach. Und zwar wurde ja gerade eben der Tankwart inhaftiert und wir haben seine Unschuld bewiesen und jetzt gehen wir mal in seine Zelle bzw. zu seiner Zelle und befreien ihn mal. So, Schlüssel hat ja Inspektor Cotter uns mitgegeben. Kriegen wir den? Nein, können wir gar nicht auswählen. Mal sehen, sprechen wir ihn nochmal an. Hallo, gibt es was Neues? Und wie? Sie sind frei. Wir konnten eindeutig Ihre Unschuld beweisen. Jungs, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Endlich raus aus dem Knast. Ich dachte schon, ich müsste hier drin alt werden. Danke. Kein Problem. Sowas machen wir nebenbei. So, jetzt müssen wir ihn nur auch rauslassen, ne? Also, Schlüssel. Nochmal ansprechen? Nö. Du darfst gehen. Du bist frei. Scheint ihn jetzt nicht mehr sonderlich zu interessieren. Okay. Ich schätze mal, wir gehen einfach mal weg. Gucken nochmal. Ja, okay, er ist jetzt gegangen. Hier kann man sonst nichts mehr machen? Nö. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir ihn freigelassen. Jetzt gehen wir ihn nochmal besuchen in seiner Werkstatt oder bzw. seiner Tankstelle. Vielleicht hat er noch was Neues zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll. Hättet ihr die Sache mit den Fingerabdrücken nicht entdeckt, würde ich wahrscheinlich immer noch in der Zelle versauern. Danke nochmal. Den Schlüssel für das Garagentor könnt ihr mir jetzt zurückgeben. Na gut, weil du es bist. So, jetzt haben wir ihm den Schlüssel wiedergegeben. Er ist glücklich. So, aber jetzt müssen wir natürlich den Übeltäter irgendwie finden. Ja, dann werden wir doch einfach mal in die Zentrale gehen. Das Telefon mal anschauen. Vielleicht hat da jemand draufgesprochen. Oh, wir bekommen einen Fax. Oder wir haben eins bekommen. Und auf dem AB hat jemand gesprochen. Beides. Dann schauen wir uns erstmal das Fax an. Fax-Message. Time 14:30 Uhr, Sender 55-65-41. Dies ist die letzte Warnung. Haltet euch aus der Sache raus. Hier steht ja eine Telefonnummer. Die wollen wir gleich einfach mal anrufen. Mal gucken, ob da was passiert. Machen wir vorher mal, ne? Was war das? 55-65-41? Ja, 55. Mal sehen. 55-65-41. Oh, da scheinen wir ja wohl einen Fax angerufen zu haben. Oder hört sich da ein Modemgeräusch an? Okay, nix. Dann werden wir uns den Anrufbeantworter mal anhören. Justus, hier bin ich nochmal, Tante Mathilda. Jetzt habe ich doch einen Auftrag für dich. Bei Miss Carter, du weißt, unsere Nachbarin, ist plötzlich der Benzinrasenmäher explodiert. Ganz merkwürdige Geschichte. Du bist doch so geschickt. Kannst du nicht mal nachsehen, was damit los ist? Schon wieder ein explodierter Motor? Trotzdem, die alte Carter muss warten. Sie muss warten, wieso? Können wir eigentlich das mitnehmen hier? Mal sehen, Tasche auf, ne? Mitnehmen? Nein, geht nicht. So, letzte Warnung. Wieder ein Motor kaputt. Diesmal von einem Rasenmäher. Mal sehen, Moment. Mal kurz gucken, konnte man da nach hinten hingehen? Hier? Hier hinten hin? Ne, ich dachte. So, dann... Ja, sprechen wir trotzdem nochmal mit Tante Mathilda. Hallo, Just, Peter und Bob. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Ich habe im Moment absolut keine Zeit. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal zu Onkel Titus.
Hallo, ihr Meisterdetektive. Ich habe gerade einen Kunden am Telefon. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Bis dann. Klar, kein Problem. So, mit dem Auto können wir auch nichts machen. Ja, ist natürlich die Sache, was machen wir jetzt? Wo können wir jetzt weiter anknüpfen an diese Geschichte? Porter. Hier stand vorhin, glaube ich, irgendwas, oder? Stand hier nicht ein Auto? Habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal zu Porter rein. Und gucken mal, ob hier was in der Zeitung Neues gibt. Musik aus der Zelle, droht das Öl, Explosionsnieren. Ja, ja, das ist schon unglaublich mit den Explosionen. Wenn das so weitergeht, fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gelesen hatte. Wenn nicht, lest euch das bitte ganz kurz selbst durch, drückt auf Pause. Vielleicht können wir ihn nochmal kurz ansprechen. Die drei Fragezeichen. Welch ein Glanz in meinem Laden. Nehmt euch, was ihr braucht. Nur bezahlen müsst ihr es. Ja, aber wir brauchen jetzt momentan nichts. Oder holen wir uns eine Cola? Ey, wir holen uns einfach mal eine Cola. Holen uns eine Schokolade. Und Chips. Reicht das überhaupt vom Geld? Ne, wir haben nur 5 Dollar und das sind 6 Dollar. Dann müssen wir was... Ach, wir gehen mal in die Kasse, mal sehen, was passiert. So, jetzt willst du Geld haben. Tja, schade. Geld regiert die Welt. Wer nichts hat, bekommt nichts. Alles wieder zurück ins Regal. Wieso? Wieso denn bloß? Jetzt können wir gar nichts mehr nehmen. Achso, ich muss es wieder zurück ins Regal. Hä? So ein Mist. Ich hätte mir ja immerhin die Milka, nee, Lilka-Schokolade und die Chips kaufen können. Na gut. Ist doch so überteuert, der Laden hier. So, jetzt gucken wir hier nochmal in die Gasse. Ob da noch irgendwas ist. Ob wir jetzt hier schon was Neues machen können. Können wir den ansprechen? Hey. Ihr Bandite, ne? Ein kleines bisschen gefährlich, ja? Nee, wollen wir jetzt auch nicht machen. Ich habe noch eine andere Idee. Wir waren noch letztens, ich weiß nicht, welcher Folge das war, auf einem, ja, wie soll ich sagen, wo ein Gärtner uns gesagt hat, dass wir uns verziehen sollen. Ich zeige euch das. Ihr werdet das gleich schon so geradeaus. Na, Mist. Ich gehe über die Karte. Und zwar hier oben. Na, ja, da ist gleich auch ein Leuchtturm. Hier. Da wollen wir nochmal nach Hinweisen suchen. Klingeln wir nochmal. Ja, bitte. Was wünschen die Herrschaften? Mein Name ist Justus Jonas und wir würden gerne mit dem Herrn Professor Skonovic sprechen. Der Professor ist nicht im Hause. Es dauert nicht lange und... Ich wiederhole mich ungern, aber ich sagte, der Herr ist nicht im Hause. Und jetzt darf ich bitten. Guten Tag. Guten Tag. Nochmal, mal sehen, ob das Gleiche kommt. Der will nicht mehr. Aber ich glaube, das macht es auch nicht besser. Hier haben wir nochmal den Mülleimer. Immer noch nichts drin. Die entsorgen wohl gar nichts. Klopfen kann man auch nicht. Es geht nur klingeln. Gut, dann geht's wieder zurück. Mal ans Wasser. Fahren wir mal mit dem Boot. Ich muss ehrlich gesagt sagen, hier sieht man schon diese Klappe. Das ist leider bei solchen Spielen immer so ein bisschen schwierig. Da sieht man schon, dass das so aussieht, als ob damit irgendwas passieren wird. Mhm. Was da alles so rumschwimmt. Na gut. Hier passiert auch nichts.
Das ist jetzt schwierig. Sehr schwierig. Nochmal in seiner Garage da gucken. Hinten war ja eine Werkbank, aber damit können wir ja auch nichts anfangen. Da unten drin, da haben wir ja schon geguckt. Können wir ihn nochmal ansprechen? Erst wenn man nicht mehr eingesperrt ist, lernt man die Freiheit zu schätzen. Ich hoffe, euch passiert so etwas niemals. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Ja, das glaube ich, dass wenn man einmal im Knast war, dass es schon Spuren hinterlassen wird. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, wir können nochmal zur Polizei gehen, wegen dem Rasenmäher. Vielleicht hat da ja Inspektor Kotter noch irgendwas. Na sieh an, die drei Fragezeichen. Bestimmt wollt ihr zu Inspektor Kotter. Sie haben richtig geraten. Ist er da? Er müsste jetzt in seinem Büro sein. Geht einfach durch. Machen wir. Und wie wir das tun? So, Inspektor Kotter, was ist los? Ihr nochmal. Tut mir leid. Mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Wie? Mehr? Du hast mir gar nichts gesagt. PC? Achso, kann ich hier nochmal durchgucken? Ich weiß zwar nicht, ob das etwas bringt, aber... Oder muss ich jetzt den Täter finden anhand diesen wunderbaren Fingerabdrucks auf dem Taser? Oder Klebestreifen? Gute Frage. Kann man irgendwas anklicken? Nein, natürlich nicht. So, welcher sieht denn so aus? Nein, der sieht nicht so aus, der sieht auch nicht so aus, der auch nicht, 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 der auch nicht. Obwohl, der sah ein bisschen so aus, ne? Ernst Müller. Rick Stone. Auch nicht. Ja, der ist kleiner, ne? Ach, das ist doch schwer. Kann ich hier noch etwas anderes machen, Inspektor Kotter? Warehouse, kann ich direkt nach draußen? Dann gehen wir nochmal draußen. Das ist ja schwierig. Eigentlich waren wir ja schon überall. Überall. Gehen wir nochmal in die Zentrale, gucken wir, ob sich da wieder was verändert hat. Meistens ist ja immer so, dass, wenn man nicht weiter weiß, hat jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen. Tja, so viel dazu. Es hat keiner aufgesprochen. Das Schreiben können wir immer noch nicht mitnehmen. Nee. Bei dem Fingerabdruck können wir das jetzt... Ach, wir nehmen es mit. Ich habe ja genug Platz. Ich habe eine Idee. Was meint ihr? Wollen wir unsere Kasse mal wieder aufbessern? Nein. Das meinte ich nicht. Und zwar gehen wir nochmal an den Hafen. Und warte mal. Hier können wir auch nichts wirklich machen. Gut. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge erfahren, wie es nun weitergeht. Bis dahin. Tschüss.